Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Heute mit ein paar Tipps und Tricks für jeden Anfänger, Fortgeschrittenen. Alles, was versteckt im Spiel ist, was euch Game Freak nicht erklärt und nicht zeigt. Ich habe mir eine kleine Liste zusammengestellt mit so 10, 15 kleinen Tipps oder größeren Tipps. Wir werden sehen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dem ersten. Beim ersten Tipp handelt es sich um die TMs, die ihr Pokémon beibringen könnt. Es ist nämlich seit dieser Generation so, dass ihr, wenn ihr dem Pokémon ein TM beigebracht habt, hier bei Sandfeld als Beispiel Bodycheck, und ihr dann Bodycheck wieder verlernt, habt ihr danach die Möglichkeit, Bodycheck wieder beizubringen, ohne eine weitere TM zu benutzen. Das seht ihr jetzt. Zack, da ist Bodycheck. Und das könnt ihr auch wieder beibringen, ohne eine weitere TM zu verbrauchen. Beim nächsten Tipp geht es ein bisschen um die Terraform, denn ich habe gelernt, wenn ein Pokémon eine Terraform hat, egal welche, erhöht das den Schaden um 50% wie eine normale Step-Attacke. Wir haben hier zum Beispiel Dragoran, Terra Normal, und damit wird Turbo-Tempo zu 50% geboostet. Wenn er jetzt Drache hätte, würde es dazu addiert werden und die Drachenattacke wäre 100% stärker. Nächster Tipp ist ganz, ganz wichtig für die Leute, die ihren Dex voll machen wollen. Ich habe in meinem Playthrough gemerkt, es macht echt wenig Sinn, die Pokémon, die ihr am Anfang in den Anfangsgebieten findet, zu leveln, um sie zu entwickeln. Es macht viel mehr Sinn, später, so wie hier im Beispiel ein Kronjuwild, einfach zu fangen mit einem Hyperball, mit einem Flottball. Es erspart euch so viel Arbeit und Erfahrung. Ich habe teilweise 5-6 Stunden trainiert, nur um die ganzen Pokémon zu entwickeln. Es ist sehr viel einfacher, die Pokémon einfach zu fangen, denn man kann fast jedes Pokémon wild fangen. Als nächstes geht es um die besonderen Entwicklungen. Und hier haben wir als Beispiel direkt mal Epitaph. Der entwickelt sich ja nicht einfach so durch Levelaufstieg. Bei Epitaph ist es so, dass ihr 20 mal Zornesfaust einsetzen müsst als Razzaf und dann ein Level up und dann entwickelt sich Epitaph. Und so gibt es ganz viele Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur, die eine besondere Entwicklung haben. Zum Beispiel Gierspinst habe ich euch schon mal gezeigt. Dort braucht ihr 999 Gierspinst Münzen. Da komme ich auch gleich mal ein bisschen drauf zurück, um das Gierspinst da mit einem Level Up zu entwickeln. Oder auch interessant, Normifin, der kleine Delfin, der entwickelt sich ja nur, wenn man zusammen in einem Multiplayer-Raum ist und dann quasi beide zusammen Normifin rausholen und dann ein Level Up machen. Und so gibt es noch ein paar andere, Pamumamo zum Beispiel und Weherba, mit dem müsst ihr 1000 Meter laufen. Und das ist ganz Besonderes hier in Pokémon Karmesin und Purpur. Das bedeutet, falls euer Pokémon sich nicht entwickelt durch einen Levelaufstieg, könnte es sein, dass es vielleicht einen Stein braucht oder eine bestimmte Entwicklung hat. Als nächstes würde ich gerne ein bisschen auf die Botokill-Läden eingehen, denn es gibt in drei verschiedenen Städten verschiedene Botokill-Läden. Wir haben einmal den Botokill-Laden in der Hauptstadt, einmal den Botokill-Laden in Gerrafossa oder so heißt die Stadt, die mit den Wasserohren, ihr wisst, welche ich meine. Und in Fermanka City gibt es auch ein Botokill-Laden, in der Elektroordenstadt. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr auf der Karte seid und auf der Karte ganz nah ranzoomt, dann könnt ihr in jeder Stadt alle Läden sehen. Und hier seht ihr zum Beispiel im Video, bei Fermanka City wäre zum Beispiel der Botokill-Laden oder in der Hauptstadt wäre dort der Botokill-Laden. Und in Gerrafossa City gibt es sogar zwei Botokill-Laden. Einmal an der Seite, wo ich es euch gerade zeige, und einmal da drüben. Also hier gibt es insgesamt zwei Botokill-Laden. Als nächstes geht es um den Battle Pass. Denn in Pokémon Karmesin und Purpur wurde ein Battle Pass hinzugefügt. Den kann ich euch leider nicht mehr zeigen, weil ich den Pokédex schon voll habe. Aber wenn ihr hier auf dem Pokédex seid und dann X drückt, dann kommt ihr unten in ein Battle Pass Menü. Und dort kriegt ihr alle 10 Pokémon, waren es glaube ich, eine besondere Belohnung. Als nächstes geht es um schnelles Leveln. Ich weiß, da gibt es schon eine Million Videos zu auf YouTube, aber ich musste euch das hier auch einmal zeigen für die, die es noch nicht gesehen haben. Ihr könnt am schnellsten leveln, indem ihr Charneras besiegt. Dafür geht ihr an die Stelle hier, die ich euch gezeigt habe, an der Starbase. Dort tauchen Charneras auf. Wenn ihr nicht wisst, wo, könnt ihr auch theoretisch im Pokédex einfach nachschauen, wo Charneras spawnen. Und dann ist wichtig,
ein Sandwich zuzubereiten, welches euch Begegnungskraft normal gibt. Es ist egal, ob Level 1, 2 oder 3. 3 wäre ehrlich gesagt auch wasted. Also Level 1 oder 2. Und dann ist es wichtig, die Chaneras zu encountern. Das heißt nicht mit eurem Let's Go Feature in Auto-Battles die Chaneras besiegen, sondern wirklich ins Chanera reinlaufen, das Chanera besiegen. Und dann gibt es massig Erfahrungspunkte für jede Chanera, das ihr seht. Das Ganze macht ihr eine halbe Stunde, solange wie das Sandwich läuft. Und solltet dann relativ viele Erfahrung bekommen haben. Das war es soweit mit den größeren Tipps. Jetzt würde ich sagen, gehen wir im Schnelldurchlauf mal die ganzen kleineren durch. Ihr könnt unter Einstellungen ganz viele verschiedene Sachen aus- und einstellen. Zum Beispiel automatisch speichern könnt ihr an- und ausstellen. Ihr könnt ausstellen, dass Spitznamen angezeigt werden. Ihr könnt ausstellen, dass Videosequenzen übersprungen werden. Ihr könnt die Frage nach einem Spitznamen überspringen. Und ihr könnt auch die Frage, ob euer Pokémon auf dem im Team oder in der Box gelagert werden soll, ausstellen. Und auch noch, ob eine Attacke, die ihr durch einen Levelaufstieg erlernen würdet, ob ihr das Pop-Up haben wollt oder nicht, weil man kann ja, wie ihr wisst mittlerweile, zu jeder Zeit dem Pokémon jede Attacke beibringen. Als nächstes kommen wir zu den Herrscher-Pokémon, denn ihr könnt ja in der Welt frei bereisen, wo ihr hingehen sollt am Anfang. Meine Top-Empfehlung ist, macht als erstes so viele Herrscher wie möglich. Als erstes den Herrscher der Steinklippen im Osten, dann Herrscher des weiten Himmels und auch Herrscher der bebenden Erde. Die drei könnt ihr direkt am Anfang besuchen und besiegen, denn jeder Herrscher gibt euch ein weiteres Feature für euer Motorrad, für euer Miraidon oder Koraidon und hilft euch extrem, um in der Story voranzukommen und euch alles anschauen zu können und auch in spätere Gebiete zu kommen. Also mein klarer Tipp, macht erst die Herrscher-Pokémon und dann den Rest. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass überall in der Welt verteilt dieser Dude rumsteht und euch fragt, na, hast du Spaß am Kämpfen? Hier ist es so, dass wenn ihr in einem Gebiet alle Trainer besiegt habt, gibt er euch immer was Besonderes. Unter anderem eine Muschelglocke oder wie hier Neutralschmuck. Also besiegt immer schön alle Trainer, die geben zwar nicht viel Erfahrung, sind nicht sehr spannend, aber die Belohnung, die ihr von diesem Typen bekommt, die lohnt sich extrem. Als nächstes kommen wir zu diesem Mautzinger. Dieses Mautzinger bekommt ihr im Sprachenunterricht in der Schule. Es lohnt sich allgemein mal in der Schule sich ein bisschen umzuschauen und den ganzen Unterricht mitzumachen. Ist extrem boring, ich habe es auch nicht gemacht. Einer aus der Community hat mir Gott sei Dank ein Mautzinger-Ei rübergeschickt. Aber wenn ihr in die Schule geht und dort die ganzen Unterrichtsfächer macht, gibt es verschiedene Belohnungen und unter anderem im Sprachenunterricht das Mautzinger. Das Mautzinger solltet ihr euch auch auf jeden Fall holen, falls ihr 6-Sterne-Raids machen wollt oder auch in Zukunft 7-Sterne-Raids, denn Mautzinger ist eines der stärksten Stahl-Pokémon im ganzen Game, also extrem wichtig für bestimmte Raids, wo ihr auf jeden Fall ein starkes Stahl-Pokémon braucht. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr Mautzinger richtig trainieren sollt, dann schaut mal gerne hier oben in das Video rein. Ich wurde öfters gefragt, wie man die Kappe abziehen kann und das kann man tatsächlich. Ihr müsst, wenn ihr irgendwo in der Welt rumsteht, Steuerkreuz links drücken, dann kommt ihr in dieses Untermenü. Dann geht ihr auf die Kappenseite und dann drückt ihr X, glaube ich war es, zum Abziehen und dann ist eure Kappe weg. Hier könnt ihr übrigens auch alle eure Uniformen und so jederzeit anpassen. Also ganz nettes Feature. Steuerkreuz links, dann kommt ihr in dieses Menü. Als nächstes könnt ihr euch im Pokédex, falls ihr ein Shiny-Pokémon gefangen habt, auch das Shiny-Pokémon anzeigen lassen im Pokédex. Dafür geht ihr auf das Pokémon drauf, dann nähere Informationen, Details und dann scrollt ihr einmal nach oben mit dem Steuerkreuz und dann kommt ihr auf die Shiny-Version. Das könnt ihr mit jedem Pokémon, das ihr Shiny gesehen oder Shiny gefangen habt, gefangen ist ja gleich gesehen, machen und seht dann im Pokédex die Shiny-Form. Ich hatte ja gesagt, es lohnt sich in der Schule, sich mal ein bisschen genauer umzuschauen. Unter anderem zum Beispiel im Bioraum. Denn im Bioraum steht der Professor Jim. Und Professor Jim ist so ein bisschen wie der Battle Pass im Pokédex. Der gibt euch nämlich für 30, 100, 200 und 400 Pokémon im Pokédex, gefangene Pokémon im Pokédex, jeweils eine Belohnung. Bis 400 sind es nur Pokébälle, also verschiedene Pokébälle. Und für 400 kriegt ihr den Schillerpin. Als nächstes geht es darum, wie ihr im Pokémarkt mehrere Sachen auf einmal verkaufen könnt.
Dafür müsst ihr einfach nur einmal Plus drücken und dann könnt ihr mehrere Items auf einmal benutzen, verwenden und dann nochmal Plus und dann alles verkaufen. Ist ein nettes kleines Feature, um Items viel schneller zu verkaufen. Als nächstes könnt ihr die Leiterschnaller hochklettern, wenn ihr beim Klettern B gedrückt haltet. Das ist sehr hilfreich, denn die Gierspinstruhen können ja respawnen jeden Tag zu einer 5 bis 10% Wahrscheinlichkeit. Es lohnt sich also, zu den ganzen Türmen jeden Tag nochmal hinzufliegen und abzuchecken, ob vielleicht eine neue Gierspinstruhe da ist. Denn die Gierspinstruhe gibt ja 50, 60, 70, also sehr viele Gierspinstmünzen. Und so könnt ihr euch vielleicht nochmal ein Monetigo entwickeln, so wie ich es gerade am machen bin. Ich bin auch alle nochmal abgeflogen und habe mir ein zweites Monetigo gemacht, was ich dann auf Terra-Typ Geist gemacht habe, damit ich immer eins habe mit Stahl und Geist. Und da kommen wir auch schon zum letzten Tipp. Hier am Bazar, da seid ihr bestimmt schon mal gewesen, wenn ihr die Story durch habt. Hier habt ihr ja einen Kampf für den Wasserorden. Hier am Bazar gibt es täglich ein änderndes Angebot. Unter anderem kann man hier Goldkronkorken kaufen. Ich habe mir sagen lassen, das soll so um die 400.000 kosten. Kriegt man 4 Goldkronkorken. Also da lohnt es sich auf jeden Fall jeden Tag mal vorbeizuschauen am Bazar und sich anzuschauen, was für coole Angebote es gibt. Und das war's mit den Tipps. Falls ich da irgendwas vergessen habe, falls euch noch irgendwas eingefallen ist, schreibt's gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich extrem über ein Like freuen und über ein Follow auf dem Kanal. Wir haben echt die 2000 geknackt. Das ist verrückt. Im ersten Jahr 2000 Follower. Vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.